Kloster. Alter, eine Schlange. Hilfe! Hallihallo, hallo, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Survival Martin. Kann man auf einer einsamen Insel überleben? Heute bekommen wir heraus, ob meine mitteleuropäische Fähigkeit reicht, um in die tropischen Inseln klarzukommen. Cristiano von Urlaubsguru ist mit dabei. Wir werden heute ein kleines Punktesystem, eine Challenge absolvieren, in dem wir herausbekommen, ob so ein Normalsterblicher wie ich und noch ein Normalsterblicher als überhaupt schon ist, klarkommen hier und überleben. Bevor es aber richtig losgeht, kriegen wir noch ein Starter, ein Hilfsmittel. Starter-Set? Ja, bevor wir quasi uns in den Dschungel schlagen und quasi sterben werden, kriegen wir noch was gekriegt. Was kriegen wir? Weiß ich nicht. Ja, nee, ist klar. Sollen wir uns eine Stulle schmieren oder was soll ich damit machen? Was haben wir damit? Was haben wir damit? Ich glaube, das soll ein Messer sein. Zeig mal, hast du das gleiche? Ja. Ja, okay, gut. Okay, dann. Alles klar. Schneiden. Affe, ich hunger! Los geht's! Okay, Leute. Ich habe jetzt ein krasses Messer. Ich werde jetzt die Umgebung abspotten. Das ist nämlich die erste Aufgabe. Wichtig ist natürlich mein erster Gedanke. Wir haben wieder die drei Sachen, die wichtig sind. Einmal ein Schlafplatz, damit du safe bist vor Regen und Wind. Zweitens Essen und Trinken und ein Feuer. Wir gucken mal, was geht. Ganz wichtig, Leute, wir befinden uns in einem Szenario. Ja, niemand hatte irgendwelche vorher Schiffbrüche oder sonst irgendwas, sondern wir sind quasi... Wir wollen einfach mal herauskriegen, was noch so möglich ist. Außerhalb von Fichten- und Kiefernwäldern. Los, rein in die Dschungel, in den Dschungel! Okay, hier scheint alles ein bisschen größer zu sein und ein bisschen heftiger, weil... Alter, eine Schlange! Okay, nein, sorry. Es sah tatsächlich aus wie so eine komische Schlange oder sowas. Aber das ist leider die Kehrseite von dieser Medaille, dass wir unglaublich viel Müll produzieren. Hier liegt überall Müll. Das ist so krass. Traurig. Tut mir einen Gefallen und versucht weniger Plastik zu produzieren. Alter, das ist echt krass. Okay, ich will aber weiter rein. Vielleicht ist ja hier hinten gleich irgendwo ein Kaffee oder so oder eine Tequila-Bar. Hat irgendwas durchs Unterholz geflitzt. Was Großes, so die Größe. Hier wohnt jemand. Sorry, aber ich wollte einfach mal die Kamera mal erschrecken. Los geht's, dann gucken wir uns mal alles an. Müll? Nehmen wir nicht. Ich teste das mal kurz. So, da könnte ich hier schon mal so einen kleinen Unterschlupf, dass wenigstens mein Kopf geschützt ist, wenn ich penne, und dass die Tiere nicht meinen Kopf kriegen. Das finde ich ganz gut. Ich werde jetzt hier eine Sammelstelle anlegen und dort werde ich alle Sachen hinmachen. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen könnte. Gut. Damit kann ich mir schon mal ein Kopfkissen machen oder so. Wenn man schon überlebt, dann möchte man es auch ein bisschen bequem haben, oder? Richtig fest, dafür haben die ja Jahrtausende gebraucht. Das Ding war wahrscheinlich irgendwann mal ein Baum. Oh, das ist so warm. Es ist so krass. Ich bin so am Schwitzen. Umgebung habe ich gecheckt. Okay, wir scheinen also auf einer Insel zu sein. Ja. Bei mir lief es sehr gut. Wie lief es bei dir? Ja, super. Es war tatsächlich sehr gefährlich gerade. Also alleine auf eigene Faust im Dschungel würde ich nicht jedem empfehlen. So, ich habe gehört, es gibt schon wieder ein nächstes Gadget zu unserem Supermesser. Mal sehen, was es jetzt gibt. Seil. Sehr gut. Habe ich gesucht? Geil. Paracord. Richtig gutes Zeug. Also damit kann man schon ein bisschen was... Was machst du da? Ah ja, alles klar. Damit kann man schon mal richtig was gut anstellen. So, was ist die nächste Aufgabe? Nächste Aufgabe, Shelterbau. Was ist das, ein Shelter? Viel Spaß! Shelter.
Shelter, der von dieser Serie da. Den Shelter war auch wirklich eine gute Sache. Ich habe da schon was gesehen, da habe ich richtig Bock drauf. Das Geile ist nämlich, was bei uns in den Gefilden nämlich nicht funktioniert, ist, dass wir hier ein wasserabweisendes, eine wasserabweisende Schutzhütte für die Nacht kreieren können. Weil wir wollen ja hier 24 Stunden überleben. Ich wollte sagen, Shelterbau. Mega gutes Zeug hier. Krass, wie warm es ist. Das ist so heftig. Ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser ich schon wieder ausgeschwitzt habe. Shelter. Ja. Ne? Hat Martin einen Plan? Klar hat Martin einen Plan. Martin hat immer einen Plan. Die Frage ist jetzt, nutzen wir vorhandene Ressourcen wie diesen Baum da? Oder bauen wir eine eigene stehende Konstruktion? Ich bin eher für den Baum. Denn der Baum ist fest. Der kann nicht umfallen. Nicht einfach so schnell. Also der sieht jetzt zwar so ein bisschen ramponiert aus hier, aber der Kern ist, der ist definitiv fest. Der ist völlig intakt. Meine Idee war es gewesen, wir machen jetzt hier ein bisschen Platz, machen ein bisschen sauber und bauen quasi so ein schnelles Einmann-Shelter und decken das quasi mit den ganzen Palmbeeren hier ab. Denn die machen dein Shelter wirklich wasserdicht. Darauf hätte ich richtig Bock. Mal gucken. Wenn man sich das mal anguckt. Ich bin nur am Laufen. Ich glaube, ich brauche noch 2 Stunden und dann war es das mit mir. Der schwitzt, stirbt, Freunde. Ihr wisst, woher der Spruch kommt. Eine Seite Bambus, andere Seite Palmwedeln. Alter, weiter. Ich muss mir irgendwie einen kleinen Unterschlupf bauen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Irgendwas muss ich machen. Baue ich mir hier ein paar Pfeiler hin. Ich war früher begeisterter Leser der Mickey Maus. Da waren immer richtig viele Survival-Tipps. Ich habe die Dinger verschlungen. Und jetzt zum ersten Mal in meinem Leben brauche ich das. Und ich weiß natürlich nichts mehr. Hätte ich doch jetzt nur meinen Mickey Maus-Ratgeber da. Das Ding wird mir so um die Ohren fliegen, glaube ich. Oh Gott, Martin, ist bestimmt so gut. Es ist krass, wie mein Kopf schon wieder matsch ist. Richtig matsch. Umso mehr du benutzt, umso mehr verschiedene Höhen du nimmst, wirkt es halt wie so ein Dach, wie so eine Schindel. Das muss man abschneiden oder abreißen. Das heißt also, wenn du irgendwas hast, wo du es drauflegst, wie ich jetzt zum Beispiel hier meine Bambusstücke, packst es einfach nur drauf, du kannst den einfach reinstecken und das Blatt bleibt auf der Höhe, wo du es brauchst. Das ist halt ziemlich cool. Was mich gerade einfällt, mich würde mal interessieren, wie Cristiano gerade so treibt. Wollen wir mal gucken gehen? Komm, wir gehen mal gucken. Vielleicht hat er sich auch schon schreiend irgendwo eingegraben. Ein bisschen müllig sieht es aus. Hallo, das ist das Häuser, ja? Ja. Okay. Das fällt auch, ja? Ja, klar, ist alles super sicher. Aha, okay. Ich glaube, was er gemacht hat, ist, er wollte geile Aussicht. Die hat er auf jeden Fall. Das war schon immer mein Traum, irgendwo am Meer zu wohnen. Ja. Und mit Meeresblick halt natürlich. Ja, finde ich geil. Was machst du, wenn es regnet? Nutzt du als Dusche, ja? Wie geht's dir körperlich eigentlich? Ich habe übrigens gerade so ein bisschen mit Matsch im Kopf zu tun. Wasser könnte ich jetzt gebrauchen. Ja. Ja. Sag ich auch nicht nein. Ja. Ich habe mein Messer verloren. Das suche ich jetzt noch. Du hast dein Messer verloren. Das Wichtigste, was du gekriegt hast. Du, weißt du was? Den kriegst du gratis. Danke. Also wenn du Tipp willst, du kannst gerne zu jeder Zeit fragen. Bitte sag was. Denk an Regen. Denk so an Sturm und so, weißt du? Weil Shelter heißt sichere Behausung im Umgangssprachlichen. Und sichere Behausung, naja, du weißt, also ich würde da noch mal ein bisschen, ja, so ein, zwei Sachen ändern. Aber was ich geil finde, ist deine Querkonstruktion. Hammer. Hammer, wirklich. Danke. Aber du sagst, die Lage ist halt vielleicht nicht ganz ideal. Irgendwo... Weißt du, warum die Lage nicht ideal ist? Wenn hier der Sturm kommt, dann bist du der Erste, der weg ist. Wenn dann die Wellen schlagen, dann hast du deinen Kopf im Wasser. Alles umsonst. Nein, du, probier es aus. Das ist... ich hab Salz im Auge! Kann ich da einen Reibekampf anfangen? Ich will das nicht. Gut, ich mach meinen Shelter weiter, damit ich jetzt schlafen gehen kann, ins Bett gehen kann. Aber ey! Von der Idee her gut, aber die Position ist ein bisschen schlecht gewählt. Ja. Ja, und wenn das regendicht haben will, wird es schwierig.
irgendwas passiert hier. Ich fange schon wieder an zu bluten. Ich glaube, ich hau mich ständig irgendwelche Splitter von dem Bambus in den Finger. Ich will nach Hause! Ich will nach Hause! Hilfe! 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 Ja, Sturm, Flut, Regen. Also ich denke nie so negativ. Ehrlich, ich denke da nie so negativ. Man muss so positiv bleiben. Ich glaube, das Ding ist ganz gut. Ich bin fertig. Komm, wir suchen mal das Messer. Wo ist mein Messer? Weißt du das? Hilf mir, wo ist mein Messer? Lieber Adler, lieber Bussard, lieber Habicht, lieber was weiß ich, was du bist. Hilf mir, das Messer zu finden. Du bist wirklich alles, was ich habe. Alles, was die zivilisierte Welt mir mit auf den Weg gegeben hat, bist du. Ja, das ist gerade hier eine Nummer auf Messerschneide. Gabel brauche ich heute nicht. Ah! Hey! Alter, es ist ein... Kein Messer, das ist eine Krankheit. Jano. Ja. Ich komm nicht mehr klar. Schon mal den Watt hier. Schönes, langes Ding. Oh, Alter, aber schwer. Ey, magst du den? Was ist da los? Cristiano, was ist los da? Game over oder was? Ich kann nicht mehr. Ich habe das Messer überall gesucht. Ich finde es nicht. Das Klima macht mir zu schaffen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in Schatten. Bin ich doch schon. Ja, aber das ist hier nicht gut für dich, glaub mir. Das ist so heiß. Ich verlasse mein Haus nicht. Ja, pass auf, folgender Vorschlag. Lass uns das Ding zusammen durchziehen. Challenge hin oder her. Am Ende müssen wir beide irgendwie überleben. Okay, los, komm. Würdest du mich unterstützen? Na klar, los. Okay, los geht's, ich bin wieder fit. Okay, lass uns mein Chatter zu Ende bauen und dann hilfst du mir einfach. Wir machen zusammen jetzt quasi weiter und dann scheiß auf die Challenge, jetzt ehrlich. Okay. Komm. Zack. Alles klar. Und wenn dir wieder schwindelig wird, dann heul leise, Jacqueline. Ja, Martin. Es war zwar so nicht geplant, dass wir jetzt beide zusammenarbeiten. Eigentlich war es eine Challenge gedacht, aber nichtsdestotrotz, finde ich, es geht Sicherheit vor. Und ich glaube, wenn wir beide zusammenarbeiten, erreichen wir deutlich mehr als jeder für sich alleine. Und da zeigt sich wieder, dass es besser ist, wenn man schon mal ein, zwei Sachen seitdem ausprobiert hat und nicht ganz unvorbereitet ist. Dabei muss ich aber ganz ehrlich sagen, Freunde, dieses Wetter hier, ich glaube, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Ist so unglaublich warm, so heiß. Und das ist auch, glaube ich, das höchste Risiko. Okay, ich muss weiter meinen Shelter bauen. Oh, das war nicht gut. Oh. Ich weiß nicht, ob es Bambusfasern waren im Hals oder ich langsam anfange zu dehydrieren. Wir haben als aus reinen Sicherheitsmaßnahmen einfach mal von der Crew Wasser geholt. Oh. Leute, Mitteleuropa ist schon echt entspannt. Alter, sieht man das, dass ich total am Arsch bin? Ja, schon. Oh, krass. Ich freue mich auf die Nacht. Nicht mein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wir haben vorne am Strand viel von die Alge und ich habe überlegt, nehmen wir als Polster für unser Bett. Gute ist schön trocken, Pusch aufgeplustert, packen wir rein, oben eine Schicht noch von den Palmblättern drauf und wir schlafen wie Götter. Holst du? Geil. Ich mache in der Zeit fertig die Schildpferde. Alter. Leute, ich sag euch eins, Büro ist gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Geil. Tenemos aquí una protección total máxima. Aha. Vamos dormir. Ich glaube, was er sagen wollte, Leute, war einfach nur, wir gehen jetzt beide rein ein bisschen kuscheln und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Los geht's. Das sieht doch bequem aus. Okay, es komm rein. Alter. Was hast du da angeslappt? Ist hier überall Zeug drin? Ja, ja. Alter, das ist alles voller Fliegen. Was ist das für eine Scheiße? Du? Ah, ja. Oh. Ich glaube, wir müssen das dann nochmal überdenken, aber egal. Okay. Das ist jetzt eine Probe. Oder wir machen Palmblätter drüber.
Das ist eine sehr gute Idee. Hat sie auch gesagt, glaube ich. Ja, hast du auch. Also, ist im Shelter genug Platz für uns zwei? Ist. Sie, Senor, heißt das. Super bequem, Sie, Senor. Ich sehe noch so ein paar Lücken, da können wir noch ein paar Palmblätter drauflegen, aber grundlegend ist mein Shelter erstmal fertig. Ist solide, stabil und gegen Regen geschützt und gegen Wind. Und irgendwie beißen mich diese komischen Viecher, die hier in diesen komischen Gras sind. Wir brauchen noch große Palmwedel! Ah! Wir packen jetzt die schönen Blätter noch rein, aber Achtung, nicht so rum, dass du dich damit verletzen kannst, sondern andersherum. Das ist die schöne Seite, das ist die Auerseite. Ja, ganz wichtig. Okay, ich geh rein, du gibst mir danach. Luxushaus, ja. Luxusbetreuung. Ein Shelter. Schön Shelter, hä? Ist ein super Shelter aus Holland. Ist ein holländischer Import. So, meine Freunde, wir sind fertig mit die holländischen Super Shelter. Ich glaube, wir haben gut gelöst. Gehen wir weiter, ne? Nächste Challenge. Jetzt warten wir, was passiert. Was kommt? Okay, Essen und Trinken finden? Ah, kriegen wir hin. Ich habe mir schon überlegt, Essen und Trinken. Wir haben noch, als wir am Anfang quasi gespottet haben, Kokosnüsse gesehen. Alter, lass uns doch mal versuchen, so eine Kokosnuss vom Baum zu holen. Okay. Ich kenne da so eine Technik mit einem Seil. Weißt du? Wir suchen erstmal einen schönen Kokosnussbaum. Eine Palme, Entschuldigung. Und dann machen wir eine Kokosnuss. Und wenn ich... Dann nehmen wir hier so einen Stock und dann... Variante 1. Man nimmt sich Seil, macht sich quasi eine Schlinge um Hand und Füße und klettert halt so hoch. Problem? Tiefster Busch, ich komme da nicht mal zu der Palme durch. Und... Ich bin nicht mehr im Zustand meiner vollen Kräfte. Bedeutet also, das Risiko ist mir zu hoch, dass ich da wieder runterfalle. Gehen wir auf Plan B. Wir bauen uns einfach so eine Art Schleuder. Während er sich hier K.O. macht, nehmen wir einfach einen Stein oder etwas Schweres, binden es vorne ran und machen quasi wie so eine Art Schleuder. Lassen das im besten Falle um die Kokosnüsse rumziehen und ziehen dran. Ob das funktioniert? Probieren wir aus. Bleib dran! Ich versuche sie runterzuwerfen. Abzuwerfen sozusagen. Ich glaube aber, die sind relativ fest. Meinst du? Ja, weil ich kenne das so, dass man die abdrehen muss eigentlich. Tolles Paracord, schön verknotet. Boah, ich kann auch gerne zu Sat 1 gehen! Oh, lass los! Oh mein Gott, das sind die Dschungel! Boah, nee. Schneidet sich nur ins Fleisch. Leute, Hände sind fast schon wieder blutig, es brennt alles. Der Trick mit dem Seil funktioniert nicht. Wir müssen uns was anderes überlegen. Und Cristiano hat gesagt, die Idee war gut, wir probieren es aus. Ah! Oh! Nimm mal deine Topflappen da weg. Ja! Ja! Lass mal gucken, was drin ist. Und machen wir die auf. Wer hier? Wir gehen mit zur Faser, was auch mal ein ganz geiler Trick ist. Ich will eigentlich so einen Streifen hier rausschneiden. Geh doch nach Hause! Oh. Ich hab's nicht so gemeint, komm her! Ich hab's! Juhu! Ich habe die perfekte Kokosnussöffner gefunden! Hab ich geöffnet und du guckst sie? Perfekt. Alter! Wie schmeckt's? Gut, aber sehr warm. Du gibst die Kräfte daneben, Junge. Und? Interessanter Geschmack, aber geil. Erfrischend auch. Aber jetzt relativ viel. Guck mal, ey. Ist immer noch was. Boah, geil. Du musst deine Lippen unten auf den Boden drücken. Pressen. Dann vergönnen wir nichts. Nee, weißt du was? Wir brauchen noch mehr Kokosnüsse. Ja, aber du weißt, man kann nicht zu viel davon trinken, sonst kriegt man Durchfall. Boah, ordentlicher Schluck. Geil, oder? Das Ding an. Boah. Guck dir das Ding an. Hier, kannst du auch ein bisschen rauspulen. Gib mir das Messer. Boah. Nee, das verlierst du bloß wieder. Mega gut, Alter. Boah, ey, das ist richtig gut, Alter. Wirklich, das ist richtig. Boah. Ich hab verdammt nochmal eine Kokosnuss auf einer einsamen Insel gegessen. Aber der Aufwand ist echt extrem und wir müssen jetzt weitermachen. Weiter geht's, Freunde.
Wenn ihr mehr Bock habt auf solche krasse Abenteuer irgendwo in irgendwelchen Gefilden, dann geht sofort rüber zu Urlaubsguru. Abonniert den Kanal, weil nur dann wisst ihr, wie es weitergeht. Zeigt, dass ihr da seid. Zeigt, dass ihr eine fette Community seid. Lasst Kommentare da, sagt, ihr wollt mehr Scheiß mit Martin sehen. Damit bin ich raus, Freunde. Nicht vergessen, wer schwitzt, stimmt. Super, mein Typ. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.